gab heute schon einiges an Informationen über das Überwachungspaket, das in Österreich stattfindet und geplant ist. Und wie sich dieses Überwachungspaket in Österreich weiterentwickelt hat seit dem Jänner, in dem es uns angedroht wurde, werden wir jetzt erfahren von Werner Reiter und von Andreas Czak von Epicenter Works, einer der NGOs, die sich selbst als Vertretung der Zivilgesellschaft sehen, so wie das auch der Chaos Computer Club Wien tut. Herzlich willkommen. Danke. Ja, was habt ihr heute Nachmittag vor? Gut, ihr wollt einen Talk hören. Status Überwachungspaket. Wir wissen es nicht. Und damit ist der Talk wieder zu Ende. Nein, wir wissen zumindest ein paar Dinge. Wir wissen, wie es dazu gekommen ist. Wir wissen, wie sich das Überwachungspaket in den letzten Monaten weiterentwickelt hat. Aber wie es weitergeht, das wissen wir nicht. Aber wir haben ein paar Indizien dafür. Ich bin Werner Reiter, Andreas Czak. Wir arbeiten bei Epicenter Works. Wie gesagt, das ist unser wunderschönes Logo. Vielleicht ganz, ganz kurze Vereinsvorstellung. Wir haben es geschafft, 2014 die Vorratsdatenspeicherung zu kippen beim Europäischen Gerichtshof. Wir haben uns ganz massiv gegen das Staatsschutzgesetz gestemmt, gegen die Einrichtung eines Inlandsgeheimdienstes. Da ist gerade eine Klage anhängig beim österreichischen Verfassungsgerichtshof, eine sogenannte Drittelbeschwerde, die von einem Drittel der Nationalratsabgeordneten eingebracht wurde. Damals waren die Grünen noch im Parlament, damals war Peter Pilz noch bei den Grünen und Walter Rosenkranz von der FPÖ. Die beiden Parteien haben diese Klage eingebracht, geschrieben haben sie die Juristinnen und Juristen von Epicenter Works. Was machen wir sonst noch? Wir beschäftigen uns sehr stark mit Netzneutralität, auch da haben wir viel erreicht. Die Umsetzungsrichtlinien der Regulatoren sind durchaus in unserem Sinne ausgefallen, ist nicht ganz einfach gewesen. Wir haben 500.000 Kommentare gebraucht, um die Regulatoren dann zu überzeugen und diese Regelungen so durchzusetzen, wie wir sie derzeit haben. Den Bundestrainer haben wir auch schon mal verhindert. Keine Sorge, der kommt immer und immer wieder. Und damit sowas nicht mehr wiederkommt, bräuchte es eigentlich eine Überwachungsgesamtrechnung. Bei uns heißt das HEAT, Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze. Das ist vielfach auch Thema bei der Privacy Week. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, nur so viel. Nur wenn man alle Gesetze, die Überwachungsbefugnisse regeln, wirklich sich sauber ansieht auf ihre Effektivität und auf ihre Relevanz, was Grundrechte betrifft und die Einschränkung der Privatsphäre, kann man wirklich gute Gesetze machen, die auch sinnvoll sind gegen Terrorismus. Was man immer wieder betonen muss, wir sind nicht grundsätzlich gegen Überwachung. Sie muss nur sehr, sehr zielgerichtet eingesetzt werden und sie muss vor allem vereinbar sein mit unseren Grundrechten und mit unseren verfassungsmäßig garantierten Rechten. Ja, und damit darf ich dem Andreas übergeben. Ja, also wir haben gehört, im Jänner hat es begonnen. Innenminister Sobotka hat laut begonnen nachzudenken, auch über die Medien. Also er hat es über die Medien kommuniziert und wir haben uns sehr geärgert. Er hat ein Sicherheitspaket vorgeschlagen und drin steckt natürlich eine Ausweitung von Überwachung. Wir haben gleich nachdem verlautbart worden ist, dass dieses Überwachungspaket ins Regierungsprogramm geschrieben wird, eine spontane Demo organisiert, wobei es war eine regulär angemeldete Demo, 24 Stunden. Damals war das noch die Frist, wo man eine Demo anmelden konnte und wir haben doch ca. 80 Leute vor das Bundeskanzleramt gebracht. Damals gab es dort auch noch keine Poller. Zum Demokratieverständnis. Wer nichts zu verbergen hat. Also der VfGH-Präsident, der dieses Jahr leider in Pension gehen wird, hat gesagt, ein Staat, der die Freiheit nicht zugesteht, gleitet automatisch in eine Diktatur ab. Da hat er meines Erachtens nach recht. Es gibt auch Leute mit anderem Demokratieverständnis. Die Sicherheit steht über der Politik. Ich habe Innenminister Sobotka sehr gerne zum Nicht-Gerne-Haben, weil er sagt regelmäßig Dinge, die mir widerstreben und es ist schön, wenn man motiviert arbeitet
weil man den Argumenten etwas entgegensetzen möchte. Ich möchte vielleicht kurz einhaken. Die Sicherheitsstelle über der Politik, was heißt das? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es einen Minister, der von einer demokratisch gewählten Partei ein Amt bekommen hat. In diesem Amt sagt er, er macht etwas, was über der Politik steht. Er entzieht sich damit der demokratischen Kontrolle. Und das ist das Demokratieverständnis eines Innenministers. Das ist brandgefährlich. Ja, mehr zu dem Demokratieverständnis des Innenministers. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Alle innerhalb und außerhalb des Parlaments, die gegen diese gesetzlichen Anpassungen sind, planen einen Anschlag auf die Sicherheit der Österreicher. Wir haben valide Argumente gegen das Überwachungspaket und wir planen definitiv keinen Anschlag. Da vielleicht kurz einhakend, wir haben dann eine Anzeige gegen den Innenminister eingebracht, beziehungsweise gegen die Privatperson Wolfgang Sobotka. Da gibt es noch kein Ergebnis, aber wir hoffen sehr, dass wir da auch ein exemplarisches Urteil erreichen können, dass ein Minister beziehungsweise auch eine Privatperson, die in der Öffentlichkeit Relevanz hat, nicht alle Menschen pauschal verdächtigen darf. Wir dürfen nicht alle Menschen pauschal verwachen und wir dürfen unsere Kritiker auch nicht pauschal verdächtigen. Genau. Also Leute, die im Bereich Überwachung gearbeitet haben, wissen auch, wozu Überwachung eingesetzt wird. Hier Beispiel Edward Snowden, der auch in seinen Leaks berichtet hat, dass zum Beispiel der Klimagipfel überwacht worden ist. Dort sitzen, glaube ich, nicht sehr viele Terroristinnen und Terroristen. Ja, und dann sind wir bei der Terrorgefahr. Die ist ja angeblich so groß. Wer kann sich an die letzten tatsächlichen Terrortoten in Österreich erinnern? Gut. Ältere Semester wissen es noch, wir sind tatsächlich eines der sichersten Länder der Erde und dennoch wird uns die ganze Zeit weisgemacht, dass die Terrorgefahr so groß sei. Wenn wir uns da ein paar Zahlen ansehen, 1970 bis 2000, im Zeitraum von 30 Jahren, gab es 5.800 Terrortote in Westeuropa. In der Zeit zwischen 2001 und 2016 waren es 600. Jeder Terrortote ist zu viel, aber man muss schon die Relationen wahren und die Maßnahmen, die derzeit unsere Politik ergreifen will, sind angesichts dieser Zahlen überzogen und zwar weit überzogen. Ja, wie wird argumentiert? Das Zitat von Benjamin Franklin werde ich euch jetzt nicht mehr vorlesen. Mir geht es um etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Es wird uns immer gesagt, wenn wir ein Stück von unserer Freiheit wegnehmen, würden wir dadurch mehr Sicherheit erlangen. Den Beleg gibt es nicht. Freiheit und Sicherheit sind keine kommunizierenden Gefäße. Und wer euch immer auch das erzählen will, möge euch den Beweis erbringen. Ich habe bis jetzt noch keinen schlüssigen Beweis dafür gesehen und damit bleibt für mich die Waage hier als vollkommen falsches Bild im Raum stehen. Das sieht unter anderem auch die UNO so. Es gab einen Appell, der ist im März auch von Österreich unterzeichnet worden. Bislang hat sich die österreichische Politik wenig darum gekümmert. Was hier gefordert ist, ist im Prinzip das, was wir auch in HEAT, in unserer Überwachungsgesamtrechnung fordern. Das ist State of the Art der Vereinten Nationen. Die nationale Politik kümmert sich nicht darum, sollte es aber tun, wenn wir uns nämlich die nächste Slide ansehen. Hier sieht man die Anträge auf Nachrichtenüberwachung nach § 135 Strafprozessordnung. Die gehen rauf. Wunderbar. Was nicht drauf geht, ist die Anzahl der Anklagen und was auch nicht drauf geht, ist die Anzahl der Verurteilungen. Das heißt, es wird immer mehr Überwachung eingesetzt und wenn man sich diese Zahlen ansieht, dann muss man sagen, effizient sind sie nicht. Ja, und damit sind wir wieder beim Überwachungspaket. Da sind wir wieder im Jänner, was da alles angekündigt worden ist. Geht von flächendeckender Videoüberwachung bis Bundesheer im Inneren. Ich gehe mal die Punkte später noch einzeln durch. Wir haben auch eine Pressekonferenz dazu abgehalten, wo wir nicht nur HEAT präsentiert haben, eben als Möglichkeit der Evaluierung von den Terrorgesetzen, sondern wo wir auch eine breite zivilgesellschaftliche
zivilgesellschaftliche Verbündete gesucht haben, um dagegen argumentativ anzukämpfen. Vielleicht kurz zu den Personen am Bild. Heinz Barzelt, Generalsekretär von Amnesty International. Überwachung und Überwachung im digitalen Raum ist kein Nischenthema mehr. Das wird, und das sehen wir auch sehr deutlich an der Medienberichterstattung, immer breiter diskutiert und auch immer mehr zivilgesellschaftliche Initiativen kümmern sich um dieses Thema. Und insofern sind wir sehr froh, dass der Diskurs stattfindet. Das wird den Diskurs in die richtige Richtung bringen. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir gehen ihn Schritt für Schritt. Genau, die Details, also Fußfessel, da war angedacht Fußfessel für Gefährder, ohne dass wir eine Definition davon hätten, was genau ist ein Gefährder. Also keine Person, die verurteilt wäre, weil für verurteilte Personen gibt es schon Fußfesseln. Das hat dann der Justizminister Brandstätter gesagt, das ist keine gute Idee, das überlegen wir uns noch, das ist eigentlich nicht rechtsmäßig, deswegen lassen wir das. Verstärkte Videoüberwachung. Als Innenminister Sobotka darüber nachgedacht hat, hat er gemeint, ja, gleich alle Autobahnkameras, alle Kameras, ist eigentlich nicht verständlich, warum nicht alle Kameras, die in Österreich irgendwo hängen, nicht im Innenministerium zusammenlaufen können. Am nächsten Tag hat die Aswinak in Ö1 ein Interview gegeben, hat gemeint, so, es ist rechtlich gar nicht zulässig, dass die Autobahnkameras alle, vor allem auch die von der Section Control, dass die alle Daten ins Innenministerium liefern, einerseits, und andererseits ist die Auflösung auch gar nicht hoch genug, als dass man da irgendetwas sinnvoll erkennen könnte. Aber geplant ist es dennoch im Sicherheitspaket, auch eben, dass private Kameras in letzter Hinsicht freiwillig, aber wer weiß, wie da die Verschärfungen stattfinden, längerfristig alle im BMI zusammenlaufen. Und auch oft geäußert worden ist vom Herrn Sobotka der Wunsch nach Gesichtserkennung. Also ihr kennt das vielleicht aus China, da funktioniert das schon flächendeckend. Auch in Moskau wird flächendeckend Gesichtserkennung im innerstädtischen Bereich eingesetzt. Das halten wir für problematisch. Weil das die Registrierungspflicht für Prepaid-SIM-Karten. Was hier das Problem ist, einerseits, dass man die Prepaid-SIM-Karten auch in anderen Ländern kaufen kann und dass die hier funktionieren. Und andererseits, dass das evaluiert worden ist in anderen Ländern und es bringt nichts. Dann werden die SIM-Karten auf andere Personen, auf Obdachlose etc. angemeldet. Man kann damit nicht umgehen, dass Leute kommunizieren. Der Bundestrojaner, wir haben ihn einmal zu Fall gebracht, wir haben ihn zweimal zu Fall gebracht, wir werden ihn hoffentlich nicht ein drittes Mal zu Fall bringen müssen, aber wenn wir es müssen, werden wir es tun. Ja, die Forderung steht hier, staatliche Spionagesoftware gehört verboten, aus vielerlei Gründen. Der wichtigste Grund ist, dass der Staat sich nicht daran beteiligen sollte, dass Sicherheitslücken am Schwarzmarkt gehandelt werden und generell der Staat sollte kein Interesse daran haben, dass Sicherheitslücken offen bleiben, nur um Spionagesoftware auf irgendwelchen Rechnern von Privatpersonen zu betreiben. Genau, also ein Ministerium, das dafür zuständig ist, dass Firmen informiert werden, dass sie Sicherheitslücken haben, sollte nicht gleichzeitig dafür zuständig sein, diese zurückzuhalten und die Firmen nicht zu informieren. Das funktioniert nicht, man kann nicht beides machen. Dann zur Kennzeichenerfassung habe ich vorhin ein bisschen vorgegriffen. Es war der Plan eben, im Gesetz stand dann spezifisch, dass mehr Kennzeichenerfassungssysteme eingeführt werden sollen. Der ursprüngliche Plan hat auch vorgesehen, dass die Aswinak-Kameras zur Section Control auch dazu verwendet werden, dass alle Autos, die da vorbeifahren, durchleuchtet werden und mit Datenbanken abgeglichen werden und auch mal auf Vorrat gespeichert werden. Lauschangriff im Auto. Hierzu ist so viel zu sagen. Es kann derzeit ein Auto überwacht werden mit Video- oder akustischer Überwachung. Nur muss dazu eine Straftat vorliegen, die mit 10 Jahren Haft bedroht wird. Was macht man da, wenn man das dann runtersetzen möchte, auf beispielsweise 3 Jahre? Man sagt am Anfang, es ist derzeit gar nicht möglich. Warum ist das denn nicht möglich? Wir müssen sowas einführen. Dann sagt man, wir wollen es einführen, aber im Strafrahmen von 1 Jahr. Und dann kann man in den Verhandlungen noch raufgehen und sagen, wir heben es auf 3 Jahre, damit sind alle Bedenken ausgeräumt. Und das war die Vorgehensweise. Vorratsdatenspeicherung 2.0, Quick Freeze. Wir wissen es nicht.
Wir wissen nicht genau, was das alles beinhaltet. Wir haben nie den finalen Gesetzestext dazu gesehen. Es wäre nicht eine gute Idee, jetzt zu sagen, das ist jetzt die super beste Idee, das ist jetzt die super schlechteste Idee. Erfahrungsgemäß haben die Ministerien nicht die besten Technikerinnen und Techniker. Meistens schauen die nur auf die juristische Seite. Und juristisch haben wir die Vorratsdatenspeicherung schon einmal vor dem EuGH rückwirkend für unwirksam erklären lassen. Also haben sie auch nicht die besten Juristinnen dort. Grundpfeiler der Demokratie in Gefahr. Was haben wir nicht verhindern können? Also einerseits das Versammlungsgesetz, das ist verschärft worden und jede Demonstration hat jetzt automatisch einen Schutzbereich von mindestens 50 Metern. Das heißt, wenn ich und zwei Freunde uns auf die Marie-Hilfer-Straße stellen, um dort einen Infostand zu machen, der als Demonstration bzw. als Veranstaltung nach dem Versammlungsgesetz angemeldet ist, dann darf dort keine andere Demo vorbei. Das ist mal das schwerwiegendste Problem. Ein anderes Problem ist, dass es auch so ist, dass wenn Demos angemeldet werden, dass die Frist verlängert worden ist von 24 auf 48 Stunden. Das schaut dann so aus, man schickt eine E-Mail ans BMI, sagt, in 48 Stunden möchte ich eine Demo machen und nach 24 Stunden schickt das BMI zurück, Edge, da hat schon jemand vor euch angemeldet, die Demo kann leider so nicht angemeldet werden. Ja, ein ganz wichtiger zusätzlicher Punkt noch, es ist auch so, dass Demonstrationen, die gegen irgendwelche außenpolitischen Interessen Österreichs verstoßen, untersagt werden können. Stellt euch mal vor, ihr demonstriert gegen die Auspeitschung eines saudi-arabischen Bloggers. Österreich hat Wirtschaftsbeziehungen mit Saudi-Arabien. Das könnte die außenpolitischen Interessen Österreichs in irgendeiner Weise beeinträchtigen und eine Demo gegen die Auspeitschung eines saudi-arabischen Bloggers, Raif Badawi zum Beispiel, könnte untersagt werden. Und das ist tatsächlich höchst problematisch und es gibt, glaube ich, momentan sehr, sehr viele Tendenzen, dieses Gesetz zu Fall zu bringen, genauso wie das Verhüllungsverbot. Genau. Ähnlicher Schwachsinn. Ja. Sorry für die harten Worte. Und was auch beim Versammlungsgesetz dazukommt, eben im Fall, dass außenpolitische Interessen berührt sein könnten, ist es so, dass die Anmeldefrist dann nicht 48 Stunden beträgt, sondern 7 Tage. Das weiß man halt vorher nicht, ob jetzt außenpolitische Interessen bestehen oder nicht. Das untere Foto haben wir gemacht, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, da geht es um die Staatsverweigerer, beziehungsweise die, wie heißen sie? Freeman und Konsorten. Freeman und Konsorten. Also wir sind der Meinung, dass Leute in Österreich möglichst das laut und offen sagen können, was sie wollen, selbst wenn es noch so blöd ist. Ein paar Worte vielleicht noch dazu. Dieses Gesetz wurde gemacht, um diesen Freeman, Staatsverweigerern, Reichsbürgern, wie sie alle heißen, irgendwie zu Leibe rücken zu können. So, bevor dieses Gesetz noch in Kraft getreten ist, wurden viele angeklagt und teilweise auch verurteilt auf Basis der alten, bestehenden Rechtslage. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir dann ein Gesetz, wo es nur mehr darum geht, Meinungen unter Strafe zu stellen? Wir sind nicht der Meinung der Freeman, der Reichsbürger und wie sie alle heißen. Ich halte das persönlich für blöd, was sie zum Besten geben. Aber jeder Mensch muss auch mal was Blödes sagen dürfen und es gibt genügend Straftatbestände, die man heranziehen kann, um diesen Menschen das Handwerk zu legen. Was ich noch zum Versammlungsrecht sagen möchte, es ist im Nationalrat argumentiert worden, wir brauchen dieses Versammlungsgesetz, weil die Anzahl der Demonstrationen zwischen 2010 und 2016 hat sich verdreifacht. Verdreifacht, man muss sich das vorstellen. Und ich habe dann die Fragen, ich habe dann angefordert, die offiziellen Daten. Bevor das Gesetz in Begutachtung ging, habe ich die Daten angefordert. Am Tag, nachdem es durch den Bundesrat durchging, habe ich die Daten bekommen. So kurz war die Begutachtung und der Beschluss. Es ist wirklich ratzfatz durchgepeitscht worden. Und ja, die Daten geben eigentlich mir recht, wo ich gesagt habe, so eigentlich fühlt sich das nicht so an, als hätte sich das so vervielfacht. Es hat sich auf ein Drittel reduziert, wenn man von 2010 und 2016 ausgeht. Und es ist auch immer wieder gesagt worden,
Ja, aber das betrifft auch gar nicht die Spontan-Demos. Die sind da komplett ausgenommen. Liegt das nicht daran, dass unser Gesetzgeber so nett ist, sondern das liegt daran, dass es dahingehende Urteile gibt, dass Spontan-Demos ausgenommen sind. B, der orange Balken über dem blauen Balken sind die Spontan-Demos. Das ist unter der Pixelgröße. Falls ihr es nicht seht, es liegt daran. Ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen Einblick geben in unsere Kampagnenarbeit. Wir waren relativ schnell nach der Präsentation des Koalitionsübereinkommens mit einer Kampagnenwebseite online. Die Idee der ersten Version der Seite war, dass man Politikerinnen und Politiker direkt kontaktieren kann und mit ihnen über Überwachung sprechen, wie wir es damals genannt haben. Das heißt, wir haben eingeteilt in unterschiedliche Teams, das Team Überwachung und das Team Grundrechte, Personen, die sich pro oder contra Überwachungspaket ausgesprochen haben, entsprechend zugeordnet, und natürlich alle, die pro Überwachung waren, standen im Fokus und konnten dann erreicht werden über unterschiedliche Kanäle, nämlich über Twitter, über Facebook und erstmals in Österreich auch telefonisch. Das wurde angenommen, nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das gewünscht haben, aber das Gute an diesem Tool ist, es ist jetzt mal da, es ist Open Source und es kann für andere Kampagnen verwendet werden. Und andere Kampagnen, wo man einen sehr engen Zeitraum definiert und einen sehr klaren Ask für die Menschen, die anrufen sollen, glaube ich, werden mit diesem Tool sehr, sehr gut zurechtkommen. Jetzt stellen wir vor, morgen ist Abstimmung im Nationalrat zum Thema X, ruft bitte heute noch an, ist bedeutend wirkungsvoller als wie wir es gemacht haben, zu einer Zeit, wo wir nicht wussten, wie es mit dem Überwachungspaket weitergeht. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt keine Gesetzesvorschläge. Alles, was wir hatten, war ein Koalitionspapier, und alles, was wir hatten, waren mediale Aussagen, die sich teilweise massiv widersprochen haben. Das heißt, was Sobotka heute sagt, klingt morgen vielleicht ganz anders. Das erinnert ein bisschen an einen US-Präsidenten. Ich glaube, dass auch das Mindset sehr, sehr ähnlich ist. Ja, was wir noch, was ich noch zum Telefontool sagen wollte, es haben einige Menschen benutzt, und damit wir nicht komplett arm werden, weil die Leute ewig lang über unser Telefontool telefonieren, haben wir es auf eine halbe Stunde begrenzt. Es sind dann auch Beschwerden zu uns gekommen und haben gesagt so, Leute, bitte vergrößert den Zeitraum, weil die Mitarbeiter haben gemerkt, wie groß unser Timeout ist und verbinden uns so lange weiter, bis wir timeoutet sind. Das heißt, wir sind dann beim Mitarbeiter angelangt und dann macht es Zeit vorbei. Also wir haben dann auch die Telefonnummern diesen Menschen, die uns kontaktiert haben, weitergegeben, haben dann auch den Zeitrahmen verlängert. Aber das sind auch so Best Practices, die man wissen könnte. Also für alle, die das Tool in einer Kampagne einsetzen wollen, wir haben noch ein paar Ratschläge für euch. Ja? Was immer wieder gut funktioniert, weil es nämlich auch schöne Bilder abgibt, ist auf die Straße zu gehen. Wir sind ja nicht nur die irgendwo ein paar Tweets absetzen, sondern wir machen immer wieder nette Aktionen. Das Telefontool wurde beispielsweise in Graz mit einer öffentlichen Telefonzelle dargestellt. Das Überwachungspaket haben wir vor dem Parlament zerlegt. Es gab einen Aktionstag in mehreren österreichischen Städten. Da unten sieht man Graz, das ist Linz, Krems, nochmal Krems und Innsbruck. Darauf sind wir ein bisschen stolz. Wir waren bis jetzt sehr, sehr Wien-lastig und haben im Zuge dieser Kampagne es geschafft, in den einzelnen Bundesländern stabile Strukturen aufzubauen, um nämlich dann, wenn das nächste Überwachungspaket oder sonst etwas in der Richtung kommt, Menschen zu haben, die mobilisieren, die auf die Straße gehen und die Sichtbarkeit abseits des Netzes auch sicherstellen. Ja. Ja. Und was mich freut, eben, dass es ein sehr kreativer Protest war. Beispielsweise in Krems war das ein Konzert im Stadtpark. Bei uns in Wien war meine Demo-Ukulele mit dabei. Und es ist viel gebastelt worden. Es sind kleine Überwachungspakete an Zuschauerinnen verteilt worden. Die da. Also Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und ich glaube, wir haben doch einige Menschen damit erreichen können. Die Idee übrigens bei den kleinen gebastelten Überwachungspaketen war, dass wir die zurück an den Absender schicken. Das heißt, es war auch ein Rücksende-Kuvert drinnen, um das an das Innenministerium zu retournieren. Es gibt auch Fotos davon,
von Menschen, die das gemacht haben. Ja, die Konsultationsphase. Es ist dann ernst geworden, einen Tag, nachdem ich in Urlaub gegangen bin, ist das BMI rausgegangen und hat gesagt, ha, jetzt machen wir es doch, Sommerpause, es sind die Leute nicht da, lasst uns doch diesen Gesetzesvorschlag ins Parlament einbringen, stellen wir ihn zur Begutachtung. Und dabei waren eben die staatliche Spionagesoftware, Netzsperren, verstärkte Videoüberwachungen, IMSI-Catcher, Lauschangriff im Auto, Überwachung im Straßenverkehr, Vorratsdatenspeicherung, Registrierungspflicht für Wertkarten, Bundeswehr im Inneren. Und was da noch fehlt auf der Liste? Nein? Nein? Ja, okay, das sind die Netzsperren. Vielleicht noch eins zurück. Wer genau mitgezählt hat, das Screenshot aus der ersten Phase der Kampagne enthielt 9 Icons. Der Gesetzesvorschlag musste dann noch einmal von unserer Seite abgedatet werden. Es waren nämlich dann plötzlich 12. Das heißt, man hat mehr Überwachung bekommen, als einem versprochen wurde. So. Ja, Netzsperren. Warum auch immer das für mehr Sicherheit sorgen soll, aber es waren im Entwurf vorgesehen Netzsperren, ohne dass ein Richter darüber entscheiden soll. Nicht die beste Idee. Ja? Die Begründung war übrigens nicht Terrorismus, sondern Urheberrechtsverletzung, Kinderpornografie und sonstige Sachen. Wurde halt so mit reingeschwindelt in das Überwachungspaket und Internet Service Provider sollen sich als private Sheriffs betätigen, die im staatlichen Auftrag oder auch nicht Zensur ausüben. Genau, IMSI-Catcher, die wurden ja irgendwann angeschafft, damit man verirrte Wanderer suchen kann. Das sind, falls das jemand nicht weiß, das sind, oder ihr wisst es wahrscheinlich alle, aber vielleicht nicht alle hinterm Stream, das sind kleine Geräte, die so tun, als wären sie ein Handyfunkmast, ein Handysendemast, und die schalten sich zwischen euch und den tatsächlichen Handysendemast und wissen dann, welche Handys sind alle in der Gegend und können theoretisch herausfinden, welche Handys alle in der Nähe sind. Praktisch können sie aber auch herausfinden, wer ruft wen an, was sind die Gesprächsinhalte, welche SMS werden gerade geschickt, welche Datenpakete laufen darüber. Und für diesen Einsatzzweck waren sie nie vorgesehen, aber nachdem sie schon mal gekauft worden sind, sollten sie mit Hilfe des Überwachungspakets auch einen erweiterten Zweck bekommen. Genau, dafür hatten wir nicht mal ein Icon. Das Briefgeheimnis. Es wird uns alle natürlich viel sicherer machen, wenn die Post alle unsere Briefe lesen darf. Man natürlich nicht alle unsere Briefe, aber auf den Verdacht hin einer Straftat, die mit mehr als einem Jahr Haft bestraft worden ist. Diesen Paragraphen gibt es heute schon. Er ist allerdings derzeit nur anzuwenden auf Leute, die schon im Gefängnis sitzen oder wegen diverser Delikte verurteilt worden sind zu Gefängnis. Und in dem Fall darf die Polizei auf Verdacht die Briefe öffnen. Und da hätte es halt ausgeweitet werden sollen, eben durch Streichung dieses Absatzes, dass es sich nur auf Gefangene bezieht, auf alle. Ja. Wenn wir solche Sachen kritisiert haben in den Medien, ist immer nur reagiert worden als Gegenkritik auf den Bundestrojaner. Es ist immer nur über den Bundestrojaner geredet worden, aber solche Dinge sind dann im Windschatten dahin gesurft. Ja, Andreas hat schon gesagt, es war Urlaubszeit. Man glaubte, dass das im Sommerloch irgendwie halt durchrutschen wird. Wir haben dann trotzdem ein paar Leute aus dem Urlaub zurückgeholt und viele Freiwillige haben uns geholfen, Phase 2 der Kampagne aufzusetzen, die dann sehr, sehr erfolgreich war. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Tool gebaut, um im Begutachtungsprozess der Gesetze ganz einfach Stellungnahmen abgeben zu können. Das heißt, man konnte sich hier aussuchen, zu welchem Thema man Stellung nimmt. Man konnte unseren vorgefertigten Text jederzeit adaptieren, erweitern und dann einfach nach Angabe seiner E-Mail-Adresse und des Namens die Stellungnahme abgeben und wurde direkt an das Parlament und an die zuständigen Ministerien geschickt. Insgesamt haben das, sieht man auf der nächsten Slide, 9.143 Personen gemacht. Das war definitiv die größte Aktion, die das Parlament jemals gesehen hat. Noch nie haben Menschen so viele Stellungnahmen abgegeben. Ja, viele waren wortident. Das hat man uns auch immer wieder vorgeworfen. Ich kann dazu nur sagen, bei
den Maßnahmen, die hier vorgeschlagen waren, sind auch außergewöhnliche Gegenmaßnahmen angebracht. Punkt 1 und Punkt 2. Ich sehe das als Ausübung eines Online-Demonstrationsrechts. Und Punkt 3 ist auch zu sagen, hat der Werner eh schon erwähnt, wir haben eine Vorlage gegeben, wie so eine Stellungnahme aussehen könnte, aber es konnte jede Person umschreiben und es haben auch sehr viele Menschen umgeschrieben. Und damit man eben dann besser sehen kann, wie originell, also wie einzigartig diese einzelnen Stellungnahmen sind, haben wir ein weiteres Tool gebastelt, das die Stellungnahmen vergleicht und schaut, wie wortident sind sie und hat es dann nach Originalität gereiht, damit man auch sehen konnte, wer hat wirklich viel Arbeit und Zeit und Mühe rein investiert, um da eine einzigartige Stellungnahme und eine nicht identische Stellungnahme abzugeben. So, was wir hier gemacht haben, ist dann alle Stellungnahmen auflisten, anzeigen, zu welchen Themen die eingelangt sind und wie weit sie abweichen von unserer Vorlage. Und auch das hat es in Österreich noch nie gegeben. Wir haben etwas gemacht, was nicht nur den Gesetzgebern und den Ministerien ein gutes Tool an die Hand gibt, um nämlich schnell zu sehen, in welche Richtung die Stellungnahmen gehen, sondern auch den Journalistinnen und Journalisten, die uns vorher kritisiert haben, dass wir einen demokratischen Prozess in irgendeiner Weise spammen. Wir haben nicht gespammt, wir haben ein Tool geschaffen, wo man Stellungnahmen so einfach wie vorher noch nie durchsehen konnte. Und das Schöne war, und da werden wir uns jetzt auch ein paar Beispiele ansehen, wir haben dann die relevanten Passagen auch noch einmal extra rausgestellt und das waren dann auch genau die, die sich in den Medien wiedergefunden haben und Stellung genommen haben. Nicht nur wir, nicht nur der Chaos Computer Club, sondern auch die Richtervereinigung, die Rechtsanwaltskammer, das Rote Kreuz, Amnesty International, VGT und. Und ich würde mal sagen, 95% waren kritisch bis sehr kritisch. Ja. Kinder- und Jugendanwaltschaft, hier als Beispiel. Ich habe die anderen durchgeklärt. Ja. Gut. Ja. Die Reaktion auf unsere Stellungnahmen war, die sind alle identisch und die haben wir eh schon alle gelesen und da ist keine relevante Kritik drinnen. Eine Stellungnahme, wenn man sie abschickt, wird an die zuständigen Ministerien geschickt. Nachdem es zwei Gesetzespakete waren, ging eine Kopie ans BMJ, eine Kopie ans BMI und jeweils auch eine Kopie ans Parlament. Und das BMJ mochte unsere E-Mails offenbar nicht und hat dann nach circa einer Woche begonnen, uns die E-Mails zu blocken, uns auf die Spamliste geschickt und sie sind alle gebounced und wir haben die E-Mails zurückgekriegt. Wir haben daraufhin alle E-Mails wieder auf einen USB-Stick gepackt und haben den feierlich übergeben an das BMJ, damit sie doch wieder alle E-Mails haben, damit ja nichts verloren geht. Das ist übrigens der legendäre USB-Stick der Internetoffensive. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Viele, viele Jahre her. Wir haben ihn wieder ausgegraben. Ja. Und eben, also das ist meine absolute Lieblingsheadline. Sobotka gibt auf. Das ist Journalismus vom feinsten Ö24 Österreich. Das Überwachungspaket wurde in der Form nicht beschlossen. Auf unserer Webseite sieht es jetzt so aus. Ups, nein, doch, ja. Also fürs Erste erfolgreich verhindert, bis auf die beiden Punkte, die der Andreas schon angesprochen hat beim Versammlungsrecht, müssen wir derzeit damit leben, dass es eingeschränkt ist. Wir haben auch erstmals in der Zweiten Republik wieder einen Gesinnungsstraftatbestand. Ja. Ja, aber unsere Politiker und Politikerinnen wären nicht solche, wenn sie nicht wieder den nächsten Anlauf wagen würden. Wer von euch hat heute die Nachrichten gelesen? Nachdem es mein Job ist, ich habe sie gelesen. Unser Justizminister hat wieder mal angekündigt, es muss unbedingt im Koalitionsabkommen vorhanden sein. Leider hat man das mit der alten Regierung nicht mehr fertigstellen können und alle vergleichbaren Staaten hätten solche Regelungen. Ich weiß nicht, ob alle vergleichbaren Staaten die Post ihrer Bürgerinnen und Bürger öffnen.
Ich wäre nicht dafür, das in Österreich einzuführen. Die FPÖ war bislang kritisch. Was man dazu sagen muss, und selbst wenn vergleichbare Staaten haben, auch dort wurde der Nachweis nicht erbracht, dass diese Maßnahmen effizient sind. Und auch dort gibt es Diskussionen, dass diese Maßnahmen nicht vereinbar mit unseren Grundrechten sind. Ja, ein bisschen können wir auf die FPÖ hoffen, die war bis jetzt immer kritisch. Vielleicht, man kann nur mutmaßen, ob sie Angst um ihre Stammwählerschaft hat, aber bislang hat die FPÖ immer hart gegengehalten gegen das Überwachungspaket, als sie noch in der Opposition waren. Es gab eben mehrere Statements gegen die Überwachung, gegen das Überwachungspaket. Sie haben auch das Innenministerium eingefordert. Ja, es bleibt spannend, wie die Regierungsverhandlungen laufen, ob es kommt, ob es nicht kommt, ob es wieder vorgeschlagen wird. Unsere Gegenvorschläge schauen jedenfalls aus, dass wir uns nicht mehr Kameras wünschen, sondern mehr spezifisch ausgebildete Polizeikräfte, dass wir mehr Analysekapazitäten möchten, dass, wenn Daten anfallen über ausländische Straftäter, dass wir Leute haben, die auch verstehen, was da gesagt wird, dass es mehr Präventionsarbeit gibt, dass es eine bessere Vernetzung mit Communities gibt, dass es vertrauensbildende Maßnahmen gibt und eine Früherkennung radikaler Tendenzen eben im Dialog und dass eben auch Ablaufdaten eingeführt werden für Überwachungsgesetze, damit sie nach einer gewissen Zeit evaluiert werden müssen. Und last but not least, eine Evaluierung aller Überwachungsgesetze. Und am besten nicht nach einer gewissen Zeit, sondern gleich am Anfang, bevor man eine Verschärfung beschließt. Ja, und damit sind wir bei der letzten Folie und du musst jetzt kein Schildchen mehr in die Luft halten, damit dass wir unsere Zeit überschritten haben. Wir haben es geschafft, pünktlich fertig zu sein. Abschließende Worte: When Politicians Fail, Epicenter Works. Wir werden auch der nächsten Regierungskoalition sehr genau auf die Finger schauen. Wir brauchen dafür viel Unterstützung, freiwillige Arbeit und auch Spenden. Da gibt es einen Spendenlink. Wenn ihr toll findet, was wir tun, dann unterstützt uns bitte. Genau, spenden.epicenter.works, falls jemand nur zuhört und nicht auf den Bildschirm schaut. Wir nehmen auch Bitcoin, wir nehmen Überweisungen. Ihr dürft uns auch per Post Briefe mit Geld schicken, wenn euch unbedingt danach ist. Aber je regelmäßiger ihr uns Geld gebt und je mehr, desto lieber ist es uns. Ja. Dankeschön. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank, nachdem ihr so gut in der Zeit liegt, habt ihr sogar ein bisschen was eingeholt, was ganz toll ist, weil es sind noch 5 Minuten Zeit für Fragen jetzt. Fragen, haben wir Fragen aus dem Internet vielleicht? Da ist eine Frage. Danke. Habt ihr im Zug eurer Arbeit, und vielen Dank dafür an dieser Stelle, einen Zusammenhang erkennen können zwischen der geplanten Gesichtserkennung und dem Verhüllungsverbot? Ich sage mal, all das fällt in eine Art Politik zu machen, die man massiv angreifen muss. Es werden permanent Gesetze verschärft mit einer Art Salamitaktik. Der Andreas hat es ausgeführt, beispielsweise beim Lauschangriff auf das Auto, Strafmaß früher 10 Jahre, jetzt 1 Jahr. Es wird scheibchenweise verstärkt und wir sehen auch, und das haben wir auch bei der Vorratsdatenspeicherung feststellen können, dass Gesetze, die zuerst für Terrorismus und schwere Straftaten eingeführt wurden, dann plötzlich für kleinere Delikte angewendet wurden. Also, du kennst wahrscheinlich die parlamentarische Anfrage von Albert Steinhauser, wo dann kein einziges Delikt war, was Terror betroffen hat, sondern Diebstahl und sonstige Dinge. Und da fällt das Verhüllungsverbot natürlich auch mit rein. Ja? Und wenn man das jetzt so in der Gesamtschau sieht, wie es du schon angedeutet hast, nämlich flächendeckende Videoüberwachung vernetzt und möglicherweise noch live gestreamt ins Innenministerium und dann auch noch den Menschen verboten wird, ihre Gesichter zu verhüllen, klar. Ja? Und das ist genau der Punkt, alles was technisch möglich ist, wird
wohl irgendwann mal gemacht werden. Und da muss man einfach als Gesellschaft schauen, dass das möglichst verhindert wird und dass die Kontrolle funktioniert. Und es ist jetzt auch so nie gleichzeitig gesagt worden, wir brauchen dieses Verhüllungsverbot wegen der Gesichtserkennung, aber es ist ungefähr im gleichen Zeitraum diskutiert worden, wie auch positive Äußerungen zur automatisierter Gesichtserkennung gefallen sind. Und für uns ist der Zusammenhang sehr naheliegend, vor allem auch, wenn berufliche Maskottchen abgestraft werden. Ja, also um auf die Frage einzugehen, es gibt diese Tendenz und es gibt diesen Zusammenhang. Vielleicht zurück, der Begriff Sicherheit, also die Basissicherheit in den Menschenrechtserklärungen, Grundrechtserklärungen etc. gehen zurück auf die Zeit der Französischen Revolution. Primär ging es darum, die Wirkung des Staates, den Bürger vor den Auswirkungen des Staates zu schützen. Wir haben heute eine Entwicklung, die in der Fachsprache der Juristen heißt Feindesgesetzgebung. Das heißt, eine Gesetzgebung, die in der Intention davon ausgeht, dass der Bürger der Feind des Staates, nämlich der staatlichen Intentionen ist. Und diesen Zusammenhang verspüren wir. Und das ist das, wogegen man massiv auftreten muss. Ein Hinweis auch noch zur automatisierten Gesichtserkennung. Es gibt auch schon eine Tendenz, da dagegen zu arbeiten. Das heißt, es gibt Kappen, die LEDs eingebaut haben, die dann auf die Videokameras ausstrahlen. Es gibt ein Muster, das man auf T-Shirts drucken kann, das heißt Hyperface. Könnt ihr in der Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Und sowas zielt darauf ab, dass Gesichtserkennung irritiert wird, indem angedeutete Gesichter 1000 Mal vorhanden sind, sodass meines nicht erkannt werden kann. Okay, das heißt, der Trick ist, die Gesichtererkennung so weit auszutricksen, dass sie so viele Gesichter sieht, dass sie nicht mehr weiß, welches das echte ist. Noch genau. Lieber wären wir, wenn wir das Gesetz zu Fall bringen. Das wäre natürlich die beste Lösung und die langfristigste. Gut, ich glaube, wir sind mit den Fragen durch. Danke fürs Zusehen am Livestream, danke fürs Dasein. Vielen herzlichen Dank an Werner Reiter und Andreas Zack. Dankeschön.